Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Party mit Peter, dem partizipativen Podcast, den es mittlerweile gibt und bei dem du jederzeit mitmachen kannst. Danke, Duschko, schön, dass du wieder an meiner Seite bist. Wie geht's denn so? Ja, richtig gut, richtig schön gut geht's mir und dir. Du fängst schon wieder an so mit dem Deutschen hier, so, ne? Echt? Nein, überhaupt nicht. Ich habe einfach nur Hochdeutsch gesprochen. Okay, Entschuldigung, hat sich so angehört. Kein Problem, kein Problem. Duschko, schön, dass du da bist zu einer neuen Folge, 36 mittlerweile. Was gibt es denn so Neues, außer das Mai ist? Nichts. Bei mir ist auch nichts. Null, absolut nichts. Mai ist das Neueste aktuell. Ja. Ja, dann kacken wir eigentlich auf diesen, kacken wir kann man nicht sagen. Lass mal einfach den Scheiß mal drauf. Scheiß mal drauf. Lass mal den Newsblog, beziehungsweise ein Liedchen wird mir schon einfallen zum Mai. Wirklich? Ja, da könnte ich dir, weiß nicht, so 22, 23 Sekunden gönnen, wenn du willst. Kannst du singen? Kannst du den Text auswendig? Ich kann es nicht mehr auswendig, ich habe es vor Jahren aufgenommen, aber ich könnte kurz eine Aufnahme vorspielen. Okay, ja, Peter Panierer vor, was war das, 2013 mit einem Lied zum Mai. Jetzt bin ich aber gespannt. Mhm. Einmal im Mai kam die Ida vorbei und sie sprach, du, ich hoff, du bist frei, komm, gehen wir in die Meierei. Einmal im Mai füg dich bei, nun es sei, und so aßen wir jede ein Ei. Du bist so vielschichtig. Ja, na, musikalisch, das habe ich immer schon gewusst. Ja. Echt schön. Ja, ich weiß auch von, oder ich weiß selber, weißt du, von wem ich das habe, das Musikalische? Überhaupt nicht. Ja, ich habe das nämlich bis vor ein paar Jahren nicht gewusst. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich es schon mal in einer Sendung erwähnt habe. Ich glaube nicht. Und zwar, ich bin ja der Enkel von Bob Martin. Ja, aber warte. Nicht der Bob Martin, der beim Song Contest mitgemacht hat. Oh ja, Leo Heppe alias Bob Martin. Und zwar war das, du weißt das anscheinend eh. Naja, ich kenne Bob Martin, aber ich habe nicht gewusst, dass Bob Martin dein Opa ist. Oh ja, Bob Martin war mein Opa, beziehungsweise ist noch immer mein Opa, hat 1957 beim Eurovision Song Contest mitgemacht und er ist, glaube ich, der erste Österreicher, der beim Song Contest letzter geworden ist. Ja, aber die Song Contest-Fans werden das wissen, er ist überhaupt der erste Österreicher, der beim Song Contest mitgemacht hat. Mhm. Und weißt du auch, mit welchem Lied? Wohin, kleines Pony? Ja, ist ein absoluter Ohrwurm und deswegen will ich ihn auch teilen mit euch da draußen. Ja, wir switchen einfach mal von deinem Laptop auf meinen Laptop. Wunderbares Geräusch. Und zwar habe ich eine Aufnahme gefunden, eben 1957, Austria, Bob Martin, wohin, kleines Pony. Ja, vielleicht ein kleiner Eindruck hier einmal. Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heute begleiten? Hört man schon stimmlich, gell? Das ist ähnlich. Den kleinen Fähren, dort sind die Täler unendlich warm. Wohin, kleines Pony, wollen wir reiten? Wohin soll mein Lied uns heute begleiten? Ja, wohin soll uns das Lied heute begleiten? Wir wissen es nicht, wohin uns das Lied heute begleitet. Jedenfalls, das ist mein neues Synonym eigentlich. Das habe ich lang geheim gehalten. Ich bin jetzt nicht mehr nur Peter Panierer, sondern jetzt Peter Panierer, aka Bob Martin Jr. Und uns hat die Geschichte eigentlich so taugt, dass wir da in den nächsten Folgen vielleicht was machen werden. Vielleicht auch mit dem Clemens einmal können wir das musikalisch neu aufleben lassen. Clemens, ich fordere dich hiermit auf zu einer Challenge durch die Glasscheibe. Vielleicht in den nächsten Tagen oder Wochen können wir vielleicht mal einen Remix machen. Wieso sprichst du den Clemens an? Er ist gar nicht da. Der ist ja heute nicht hier. Ja, oder? Nur haben wir kein Bild und deswegen sieht man es nicht. Deswegen hätten wir so tun können. Ja, Clemens ist bei den Nachbarn grillen und hat uns aufnehmen lassen. Deswegen, Lucky, wird es auch wieder nichts mit, dass sich der Clemens durch die Headphones meldet. Wird heute nichts, sorry Luck, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, zu Bob Martin Jr., du hast statistisch was gesagt, er war der erste Österreicher überhaupt und wir werden schauen, vielleicht trete ich einmal an als Junior. Genau, er war der erste Österreicher überhaupt und man muss noch vielleicht ein bisschen zu seiner Verteidigung sagen, er hat zumindest 3 Punkte geholt. Die Makes zum Beispiel, die große Hoffnung 2015, glaube ich, die haben nur, 0 Punkte geholt. Okay. Da sind schon mal 3 mehr für Bob Martin. Yep. Ja, der Opa, das war ein großer. Ja, liebe Grüße an dieser Stelle.
Gut, dann haben wir heute was Neues, das wird jetzt ein paar Leute nicht so freuen, und zwar unsere oder eure Lieblingskategorie, die Top 5, die wird es heute nicht geben, aus einem speziellen Grund. Wir wollen jetzt nicht einfach irgendwie so spontane, schwache Top 5 raushauen, nur damit es es gibt. Wir haben von der Uli bekommen einen Wunsch, nämlich für Top 5 Dinge, die man sich anschafft, weil man eben glaubt, man braucht sie unbedingt und dann aber nie verwendet. Und wir sind in Vorbereitung und werden das dann spätestens in der nächsten Sendung wahrscheinlich bringen. Auf jeden Fall, ich glaube, da geht einiges. Ja, ich habe schon ein bisschen was beieinander und bin gespannt, was du da noch beisteuerst. Also Top 5 gibt es dann beim nächsten Mal definitiv wieder. Ja, dann haben wir noch was bekommen, Duschko. Es ist heute die Sendung der Einspieler, und zwar der Phil Libre, aka Predictman Hart, hat sich gemeldet. Und zwar, ja, ich bin gespannt, was du für einen Zustand vermutest bei ihm, indem er diese Sprachnachricht gemacht hat. Er hat für mich sehr entspannt geklungen. Und ich will dir jetzt einen kleinen Auszug vorspielen. Da spricht er nämlich direkt dich an. Ja, Phil Libre per WhatsApp-Nachricht. Zum Thema Nagelstudio, Duschko, du bist ein ziemliches Arscherl. Ich habe nämlich dieselbe Idee gehabt und wollte die gerade auch bringen. Du hast es aber dann leider mit dem Nagelstudio Genius Bordell-Idee leider schon platzen lassen. Deswegen hätte ich jetzt eine andere Geschäftsidee, und zwar, ich habe mir damals überlegt, das war vor kurzem, war dieser 138 Millionen oder 136 Millionen Euro-Millionen-Jackpot, und ich habe mir gedacht, eigentlich wäre es geil, wenn ich den gewinnen würde. Ich denke mir das schon länger. Jedes Mal, wenn wir so einen fetten Riesen-Jackpot haben, wünsche ich mir immer, dass ich den gewinnen würde, und habe dazu eben auch eine Geschäftsidee im umgekehrten Sinne. Es wäre eine Verschenkungsidee. Und zwar würde ich ein Zehntel würde ich weglegen und würde das für mich und eine Idee, die ich dann auch gleich besprechen werde, aufheben. Und das andere Geld würde ich in eine Foundation oder sowas stecken, mit der ich dann die Welt retten würde. Ich würde mit Freunden und Familie, also wer halt mitmachen will, würde ich auf Reisen gehen und einfach auf meinen Reisen Abenteuer erleben, und dort trifft man immer wieder Leute, die Hilfe brauchen würden, und ich würde mit diesem Geld einfach diesen Menschen helfen. Ob das jetzt irgendwie ein Brunnen in einem Dorf wäre, den man gräbt, oder irgendeinem Hostelbesitzer aus seinen Schulden rausreißen, weil der einfach nur super leiwand ist und geile Musik macht und super Hostel einfach schmeißt, was es dann irgendwann nicht mehr leisten kann, etc. Also ich würde im Kleinen und im Großen versuchen, die Welt zu retten für manch einen mit dieser Kohle. Und es würde wahrscheinlich sehr schnell gehen, dass dieses Geld dann auf einmal weg ist und ausgegeben ist, aber dann habe ich mir noch immer diese 10% aufgehoben, mit dem würde ich mir dann irgendwo eine schöne Insel kaufen, dort eine Farm gründen, und eben all die Menschen, die bei diesem Projekt mitgemacht haben und da unterstützt haben, würde ich dann eben offen stellen, dass sie dort auch mit mir wohnen und einfach ein schönes Leben dann führen. Ich glaube, das wäre eine schöne Idee. Deshalb ein Aufruf an all die Millionäre und Milliardäre da draußen, die so viel Geld haben, dass sie es nie ausgeben können. Es wäre einfach schön, wenn ihr diese Idee vielleicht aufschnappen könntet und das durchziehen würdet, was ich nicht kann. Und dann dieses Arschloch, das meine 136 Millionen gewonnen hat, fick dich. Somit Haken Fahrt, lieber Peter. Freue mich, dass wir uns bald wieder sehen. Ciao. Ja, man kann sagen, der Phil ist ein Philanthrop. Ja, aber ich finde die Idee wunderschön eigentlich. Ja. Und ich bin der Erste, der dann, wenn die Hauptkohle weg ist, dann auf diese restliche 10% Farm oder was das auch immer wird, dann zieht. Zumindest vielleicht als Zweitwohnsitz. Arche kann man auch sagen. Arche Phil. Ja, Arche Phil. Ja, Brad Hittman Harthof, würde man auch sagen. Cool. Ja. Ist nicht viel, nur ein Hostel, eine Bar, ein Wrestlingring. Ja, es ist nicht Phil. Ja. Ja, Philipp, super, danke auf jeden Fall. Und ihr seht, wie leicht es ist, hier in die Sendung zu kommen. Einfach WhatsApp, Paniere, Handy, und schon geht das. Ich unterstütze auf jeden Fall den Aufruf an alle Urorg-Stopften da draußen. Überlegt euch, macht vielleicht doch einmal was Cooles mit dem ganzen Geld. Jo, das war's jetzt einmal einleitend. Ja, Duschko, du hast vorbereitet ein großes Thema, weil wir jetzt keine Top 5 haben, das nimmt immer sehr viel Platz ein, jetzt haben wir Platz für anderes. Ganz kurz nur, mir ist gerade gekommen, dass Phil wollte eigentlich ein Bordell machen, weil der Name jetzt weg ist, rettet er die Welt. Also den Jugend, ich finde gut. Das wäre ein super Buch eigentlich. Oder? Ja. Genau, Bordell ist schon weg, wegen dir, wegen dem Namen, okay. Dann halt Welt retten. Welt retten, mein Gott. Passt. Irgendwas von den zwei Sachen muss man machen. Ne?
Gut, du hast was vorbereitet. Ich gebe zu, ich war nicht so begeistert, weil ich immer so ein bisschen ein Schisser bin, Niveau und sowas. Aber ich finde es mittlerweile auch super. Um was geht es heute? Es geht um ein bisschen was Vulgäres. Das heißt, die, die das sowas nicht gerne hören, sollten jetzt vielleicht weghören. Oder halt trotzdem dranbleiben, weil es sehr, sehr interessant ist. Und zwar habe ich kürzlich einen neuen Podcast entdeckt, der heißt Very Bad Words. Und da wird jede Folge ein Schimpfwort besprochen. Oder das Thema Schimpfen an sich oder Schimpfwörter. Und die erste Folge, da geht es um das Wort Shit. Mhm. Also Scheiße im Deutschen. Also englischsprachiger Podcast, ne? Ja, genau, englischsprachiger Podcast. Und da wurde sehr, sehr genau über die Herkunft des Wortes, die Geschichte, die Verwendung gesprochen. Und es ist unglaublich interessant, weil Scheiße ein sehr, sehr vielseitiges Wort ist. Mhm. Wir haben auch halt auch einige Beispiele und werden sehen, wie unglaublich vielseitig es ist. Ja, ich will da auch gleich dazu sagen, Entschuldigung, ich habe mich auch mit dem Wort beschäftigt, war ja dein Auftrag an mich und es ist, ich gebe es auch zu, man hat so Vorurteile einfach gegen diese Wörter, unter anderem eben auch das Wort Scheiße und wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, merkt man eigentlich erst, wie unheimlich interessant und vor allem wie vielseitig das ist und deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf diesen Beitrag. Ja, also beginnen wir mal ein bisschen einleitend. Also im direktesten Sinne heißt Scheiße ja oder ist eine vulgäre Bezeichnung für Kot von Mensch und Tier. Ferner ist es etwas, das schlecht oder irgendwie miserabel ist oder als verabscheuungswürdig angesehen wird oder grundsätzlich irgendwas, das eine negative Konnotation hat. Im Duden ist es seit 1934, obwohl es das Wort schon viel, viel länger gibt. Also es gibt schon seit, keine Ahnung, also man sagt das Wort Shit, kann man zurückführen bis ins Jahr 1000 circa, aber eigentlich gibt es wahrscheinlich schon viel länger. Warum es viel länger gibt, ist, dass grundsätzlich solche Wörter, die irgendwie vulgär waren oder so Slangwörter oder wie auch immer, dass die nicht niedergeschrieben worden sind in den meisten Fällen, beziehungsweise auch nicht jeder schreiben konnte. Das heißt, es kann sein, dass es noch sehr viel älter ist. Was interessant ist an dem Wort, ist, dass es eines der beliebtesten Schimpfwörter ist. Und zwar gibt es in den USA einen Wissenschaftler, der seit 40 Jahren Leute in der Öffentlichkeit aufnimmt und die Verwendung von Schimpfwörtern untersucht. Und der hat einfach in den letzten 40 Jahren diese Aufnahmen haben sie ausgewertet und im Englischen machen die beiden Wörter Shit und Fuck 40-50% der verwendeten Schimpfwörter aus. Das heißt, es sind mit weitem Abstand die beliebtesten Schimpfwörter im Englischen. Und jetzt fragt man sich, warum ist das so? Warum genau diese beiden Wörter? Warum sind diese beiden Wörter so beliebt? Weil es gibt ja sehr viele schöne Schimpfwörter. Und zwar, eine Theorie ist, dass einfach Scheiße ist etwas sehr Einfaches und es ist jedem bekannt. Es ist einer der elementarsten Dinge im menschlichen Leben. Und sogar ein Zweijähriger weiß, was Scheiße ist. Und da hat einer von den interviewten Menschen in diesem Podcast gesagt, everybody shits. And you shit from the minute you are born. You don't fuck until you're older. Und deswegen, und das ist das Interessante, das Wort hat so eine Beliebtheit, weil der Mensch so einen sehr deutlichen und nahen Bezug hat zum Wort Scheiße. Ja, weil es halt auch ein wie du sagst, von Geburt an eigentlich ein ständiger Begleiter ist. Ich habe jetzt selber war noch nie bei einer Geburt dabei, aber was ich weiß, wartet man ja auch drauf oder ist es wichtig, dass zum Beispiel das Baby den ersten Kot abgibt, ne? Weil das ja dann auch diesen Kreislauf weckt. Ich kenne es nur vom ersten Schrei, dass das einmal wichtig ist, dass das Baby schreit. Aber lass uns jetzt mal ein bisschen mehr über die Sprachwissenschaft reden. Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche. Es ist ja auch ganz am Ende wieder vom Leben. Also wenn du stirbst, normaler Tod ist ja auch oft von noch einmal Stuhlgang begleitet. Stimmt, also es eröffnet das Leben und beendet es auch oft. Ein geschlossener Kreislauf, kann man sagen. Ja, absolut. Ein geschlossener Scheißlauf. Ja, schön. Das war jetzt wieder unnötig. Ja, aber macht nichts. Gut, auf jeden Fall, das Wort selber stammt wohl vom Althochdeutschen oder Mittelhochdeutschen, Schitzen, Mittelhochdeutsch wahrscheinlich, oder Schießen, keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Ich kann dieses, Lautalphabet nicht lesen. Wie auch immer. Für das Wort Scheiße, also das Substantiv, beziehungsweise auch das dazugehörige Verb Scheißen, besteht im Deutschen eine wortgeschlechtliche Verwandtschaft zu den Wörtern schneiden oder scheiden. Daher auch Ausscheidung. Und der Begriff geht darüber hinaus auf das indogermanische Wort Skeid oder sowas in Richtung zurück, spalten oder trennen. Es wird verwendet als Substantiv, als Verb, als Adjektiv oder auch Adverb und auch als Interjektion. Zum Beispiel, eine Interjektion kann sowas sein wie aha oder oh, also so ein Wort, das für sich steht und irgendeine satzwertige Äußerung, sowas wie igitt, Mist oder auch als Präfix, Scheiß, was auch immer. Ja, und dann gibt es auch noch so ähnliche Wörter wie zum Beispiel Sheet. Sagst du, kennt ihr Sheet was?
Sagt der Sheet was? Ja, ich kenne es so von Sheet of Paper oder so, also ein Stück, oder? Nein, nein, mit Schule. Schule, Ida, Emil, Theodor. Schule, Ida, Sheet. Ja, wird genauso für Dreck und Mist verwendet und ist halt weniger derb. Also man kann es verwenden statt Scheiße. Genau, wir haben über diese Vielseitigkeit gesprochen und das ist jetzt sowas sehr Spannendes, weil es einfach auf unterschiedliche Art und Weise verwendet werden kann. Also es gibt einmal erstens diese wörtliche Verwendung als Fäkalie und nachdem Kot potenziell gefährlich ist wegen Bakterien und so weiter und weil es auch allgemein als etwas eher Ekelhaftes verstanden wird, wird es zum Tabuwort gemacht. Mhm. Und weil es ein Tabuwort ist, kommt es zur zweiten Verwendung, nämlich zur emotionalen, weil man es als Verstärkung von irgendwas verwendet, um verstärkt eine Aussage zu treffen beispielsweise oder irgendeine Emotion auszudrucken. Und jetzt wird es voll interessant, das kommt nämlich dadurch, dass es ein Tabuwort ist, kommt es zur dritten Verwendung oder zur dritten Bedeutung, zu einer sozialen Bedeutung. Weil je nachdem, wie nah du jemanden bist, wirst du das eine oder andere Wort verwenden. Also wirst du entweder sagen, was weiß ich, wie das Kacker oder Kot oder Fäkalie oder du sagst Scheiße. Das heißt, es ist auch ein Zeichen davon, wie nah du jemanden stehst oder wie frei du dich in der Umgebung eines Menschen fühlst, ob du jetzt Scheiße sagst oder nicht. Genau, also ich würde eher zu dir sagen, okay, das und das finde ich geschissen, aber zum Beispiel in der Arbeit das Wort eher nicht genau, verwenden. Ja. Ne? Ja, das macht Sinn. Ne? Schade eigentlich um das Wort. Für das Wort. Ein bisschen. Aber das Gute ist, es wird viel verwendet und es gibt viele Beispiele und du hast sicher ein paar. Ja, du hast mich gebeten, ich soll ein bisschen was zusammensuchen. Ich habe jetzt nicht genau gewusst, was du meinst, deswegen ja, habe ich einfach mal getan, wie ich dachte. Was auffällt ist, dass es schon eher negativ assoziiert ist. Ja, also man kennt die Klassiker, ich habe da jetzt einfach mal notiert, gescheißen, so eine Scheiße, in die Scheiße steigen, etwas verscheißen, das ist oder irgendetwas ist zum Scheißen oder halt einfach nur den Ausruf Shit bzw. Scheiße. Ich scheiß mich an, urgeschissen, dann kenne ich noch von früher, mich kennt's trocken scheißen, da bin ich mir nicht ganz sicher, die Vermutung geht dahingehend, dass es sowas heißt wie mich könnt's gern haben, ja, oder da mache ich nicht mit, mich könnt's trocken scheißen, bin ich mir nicht ganz sicher, also bitte berichtigen, wenn's wer weiß, oder auch das letzte ist bei mir dann, schaut aus wie hingeschissen. Ja, das ist gut. Jetzt ist aber so, dass nicht alles nur negativ ist, weil zum Beispiel kann ich den Ausruf gescheißen genauso, also ich kenne ihn auch als Begeisterung, ja, wenn irgendwas Urtolles ist, gescheißen urleiwand, ja, oder scheiß mich an. Genau, ja, das ist ähnlich wie das Schleichtig, dass ich sage, gescheißen wie leiwand war das jetzt. Ja. Also das ist, kommt immer auch wahrscheinlich auf den Kontext dann darauf an, wie es verwendet wird. Man kann es auf jeden Fall auch ich kenne es auch in Zusammenhang mit Begeisterung oder Überraschung. Und es ist nicht zu verwechseln mit dem vor Angst sich zum Beispiel anscheißen. Ja? Oh, ja. Also, dass man sagt, scheiß dich nicht an. Dann habe ich noch, aus dem Englischen, I don't give a shit, würde mich erinnern. Dann haben wir noch geschissen, gerissen. Weiß nicht, ob du das kennst. Wenn irgendwas gut, ja. Blöd passiert ist, sagst du, ja, mein Gott, ne, halt geschissen, gerissen. Ist so ähnlich wie, weiß nicht, besser als ein Stammschädel oder so. Ne? Ist halt passiert, geschissen, gerissen. Dann drauf geschissen. Was so viel heißt wie, mein Gott, ist halt passiert, drauf geschissen. Und da muss man auch dazu sagen, dass das jetzt auch so ein Beispiel für die Verwendung, wo man es nicht wörtlich meint. Weil es ist jetzt nicht darauf gemeint, dass man da jetzt irgendwie einen Haufen drauflegt, sondern es heißt einfach nur, okay, gut, ist halt egal. Ja, es kann urviel heißen. Und ich kann auch sagen, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Peter, schau, ich habe das und das Angebot, soll ich das machen oder nicht? Und ich sage, dann weißt du was, drauf geschissen, lass es einfach. Ja. Oder mir ist es einfach egal, kann ich auch sagen, ja, drauf geschissen, interessiert mich nicht. Also es ist schwierig, jetzt einfach das aufzuzählen. Ja, wer das Wort kennt, weiß, es gibt vielseitigste Verwendungsformen. Dann habe ich da noch ein paar Nomen, zum Beispiel das Scheißhaus, ist eh klar, Klo, Toilette. An Scheiß hast, also eher jetzt von der ungläubigen Ding. Gut, ja. Ja, wenn jemand irgendwie so Dampfplauderer ist, irgendwas behauptet und man sagt, ein Scheiß hast, das glaube ich dir nicht. Anschieß bekommen, Ärger kriegen in dem Fall. Nicht zu verwechseln mit Anschiss bekommen, ne? Also wenn jetzt, weiß nicht, Angst haben. Genau, ja. Also Anschiss bekommen oder Schiss bekommen. Sich nichts scheißen, also wenn einer ist, der sich nichts scheißt zum Beispiel, ne, das sind dann die Jimmy Lessigs, der scheißt sich nichts. Oder jemanden eine scheißen. Mhm. Ja, also ich sage, ich will etwas verhindern oder dem lege ich jetzt negativ assoziiert ein Rutschen, dann scheiße ich demjenigen rein. Und dann habe ich noch ein paar Sachen zu Scheiße bzw. Schiss als Angst oder in Verbindung mit Angst, eben vor etwas Schiss haben bzw. sich vor etwas anscheißen. Da gibt es ja auch diese Aussprüche, da habe ich mich fast angeschissen oder das ist mir Achterl in die Hose gegangen. Da gibt es ja dann auch vielseitigste, wie sagt man da, ja, Ausformungen. Ja? Also das ist auch jedem selbst überlassen, neue Sachen zu erfinden zum Thema Scheiße und Co. Scheiß dich nicht an bzw. Scheiß an, so
ja, weiß, wie sagt man das, scheiß an, so gack da nichts, mach halt, scheiß an, ja, was soll's. Scheiß nicht herum, so überleg nichts lang, mach einfach, scheiß nicht umeinander. Und eine scheiß Angst haben. Ja, und ich habe gemerkt, ich könnte noch, das ist jetzt eine auf vier Seite, ich könnte glaube ich noch 3, 4 runterschreiben. Eingefallen ist mir dann noch, das ist jetzt ein bisschen gemein, aber ich in der Schule ganz lustig gefunden, zu Sommersprossen, da gibt es auch diesen Satz, das schaut aus, als hätten sie da bei der Geburt durch einen Ventilator geschissen. Kennst du das nicht? Das ist urgemein, aber das halt noch so irgendwie, ja, der Einfall zu diesen gemeinen Sätzen oder Phrasen, da gibt's wie Sand am Meer, aber den finde ich irgendwie super. Wenn man meinen Humor kennt, dann ja, konnte man damit rechnen. Ja, so viel zum Thema Scheiße geschissen und wie auch immer. Ich werde das ein bisschen ergänzen. Ich habe das unterteilt in ja, unterschiedliche Arten von Wörtern ein bisschen. Zum Beispiel, wie der Scheiß auch als Ding verwendet. Zum Beispiel, wo ist der Scheiß? Ja, stimmt. Ja. Da meint man auch nicht, ja. Oder ich habe die Scheiße fallen lassen. Oder jetzt geht die Scheiße wieder los. Ja. Ja, für alles kann man es eigentlich verwenden. Jeden Scheiß kaufen, jeden Scheiß glauben. Diesen Schaß sich anschauen, ne? Schaust auch jeden genau, Schaß ja. an. Ne? Warum hast du den Schaß antan? Ja. Daneben die Negativen, da hast du eh auch ein paar gehabt. Hast du scheiße Reden auch gehabt? Nein, scheiße ja. Reden, scheiße verzapfen, ja, stimmt. Dann gibt es auch so eine Phrase, die verwende ich selber nicht, aber mir ist das so scheiße, das heißt, mir ist es gleichgültig. Das haben bei uns beim Bundesheer immer die Ausbildung gesagt, das ist immer shit. Okay, dann haben sie sich mit so mit zwei Fingern so auf die Ader gegriffen und gesagt, tut sie nichts, ist mir shit. Echt? Oder ja, wenn du gesagt hast, ja, ich kann nicht mehr, mein Rücken tut weh, so bin mir wurscht. Ja. Nein, ich war beim Zivildienst, das war eher so, nein, nicht schon wieder ein Angeschissenen. Also einer, das war so ein Prolet, der hat gesagt so, ja, Herr Ausbilder, wirklich, meine Füße, ich habe Blasen, ich kann mich nicht bewegen. Und dann hat er gesagt, naja, meine Schwester hat auch die Regel und weiter. Ach Gott, grauslich. Nein, das ist wirklich. Ja, yep. Okay. Ein Mückenschiss, also etwas sehr Kleines, mach keinen Scheiß oder sag keinen Scheiß. Anscheißen gibt es auch noch als kritisieren. Also jemanden anscheißen. Ja, das ist eh so ähnlich wie der hat einen Anschiss bekommen, ne? Dass man den anscheißt. Ja. Aber habe ich eher selten in Verwendung. Ich scheiß dich an. Weiß nicht. Es geht mir beschissen. Hosenscheißer, Schleimscheißer zum Beispiel auch noch. Oder in positiv gemeint, ach du heilige Scheiße. Oder kann auch negativ ja. sein. Oder das kleine Scheißerl. Ja, genau. Ja. Geiler Scheiß. Oder scheiß geil. Ist dann wieder eher positiv. Genau. Betonung, da hast du eh auch ein Beispiel gehabt, aber sowas wie scheißegal, also nicht einfach nur egal, sondern scheißegal oder scheißfreundlich, scheißkalt, sind auch recht beliebt. Als Unterstützung noch, ja. Das, was extrem genau. ist. Genau. Scheiße war das geil, ja. Ja. Oder auch bildlich, so richtig in der Scheiße sitzen. Oder aus der Scheiße ziehen, die Scheiße im Kopf haben. Wahnsinn, mir fällt jetzt kein anderes Wort, denn das so, ich meine, es ist wahrscheinlich fuck im Englischen, kann man auch zu allem verwenden, aber ein deutsches Wort, das so extrem vielseitig ist. Ja, unglaublich. Super. Dann bei Erstaunen, glaube ich, hattest du gescheißen, oder dieses gescheißen. Dann gibt es aber auch noch kein Scheiß, oder ich scheiß mich an. Ja, das Ungläubige, ne? Genau, ja. Ein Scheiß, wirklich, ja, stimmt. Genau. Und im Englischen ist es voll interessant, weil da ist es ähnlich. Da gibt es auch ein paar Wörter, die noch mehr... Die es im Deutschen so nicht gibt, wie zum Beispiel that means shit to me oder that doesn't mean shit to me, geht beides, also das interessiert mich, das ist mir wurscht. Dann shit-faced, wenn man betrunken ist, also extrem betrunken, Punkt zu, heißt das quasi. Das kenne ich nicht. Ja. Shit-faced. Ja. Oder when the shit hits the fan. When the shit goes down. Wenn die Scheiße am Kochen ist, wenn Kack am Kochen ist. Ja. Shitstorm, that's the shit, auch wieder positiv. What is that shit? Ganz neutral eigentlich. Und der Klassiker, you don't shit where you eat. Stimmt, ja. Und Shitstorm, das ist auch sehr aktuell. Da bricht ja ein Shitstorm über jemanden herein. Are you shitting me? Überrascht mich. Wahnsinn. Ja, dem Wort kann man viel Zeit widmen, nicht nur im Klo, auch im Studio. Das stimmt. Auf jeden Fall das Anschieß hast du genannt, das gibt es seit dem 18. Jahrhundert, kann man irgendwie zurückführen, einfach als Tadel. Und Bescheißen bezeichnet bereits im 11. Jahrhundert neben mit Kot verunreinigen auch Betrügen. Ja, jemanden bescheißen. Schöner Beschiss. Ja. Und dann, also das sind jetzt die ich gefunden habe und ich bin mir sicher, es gibt noch viel, viel mehr. Also wenn jemand noch ein gutes hat, kann er es uns gerne schicken. Oder, Vor allem, man kann jetzt auch... Also, wofür wir sicher offen wären, ist einfach für Vorschläge zu anderen Wörtern, ja, oder
weiß nicht, Begriffen, mit denen wir uns beschäftigen können. Muss jetzt nicht unbedingt scheiße sein, hatten wir schon, aber muss nicht in die Richtung gehen, dann kann auch mal was ganz Tolles, Schönes sein. Aber ich finde sowas schon irgendwie interessanter, weil man es eigentlich nur so als vorurteilbehaftetes Schimpfding kennt und wenn man sich dann damit beschäftigt, dann offenbart es einen doch eh auch interessante Aspekte. Vor allem ist es so stark in der Sprache verankert, dass es einfach jeder verwendet, egal welche Schicht, aber es kommt halt einfach auf die Situation an. Aber verwenden tut es hundertprozentig jeder, weil es einfach so stark in der Sprache drin ist. Ja. Vor allem beim Schimpfen, also kann man keiner erzählen, dass er noch nie in seinem Leben irgendwas mit Scheiße geschimpft hat. 100 Pro. Ja. Dann habe ich noch ein paar Abwandlungen, was ganz interessant ist. Es gibt sogenannte Hüllwörter, die mit der gleichen Anfangssilbe, oder das, wo die Anfangssilbe ersetzt wird durch etwas anderes. Also wie zum Beispiel, statt dass man statt Scheiße sagt, Scheibenkleister. Mhm. Oder Scheibenhuhne gibt es anscheinend auch. Was sind das? Hüllwörter? Hüllwörter heißt das. Ja, genau. Die du einfach verwendest, sozusagen mehr oder weniger als Euphemismus. Das heißt, dass du anstatt zu Scheiße zu sagen, sagst du Scheibe. Mhm. Oder Schande, Scheibenhonig, Scheibenkleister. Schiat. Schiat, ja. Aber das Gute ist, es gibt ja sehr viele Ersatzmöglichkeiten für zum Beispiel auch Scheißen. Also es gibt da sehr viele Synonyme. Und ich habe da, ich glaube, im Museum der Scheiße, oh Gott, so heißt eine Website, habe ich einfach Ersatzwörter gefunden. Es gibt wirklich sehr, sehr viele. Ich werde jetzt nicht alle vorlesen, sondern nur so ein paar. Also du meinst jetzt sowas wie abkrapfen und diese ganzen Geschichten. Okay. Das können wir vielleicht noch ergänzen. Ja, steht nicht drin. Ja. Na, sag einmal ein paar. Das Aggregat entleeren. Mhm. Alarmstufe braun haben. Bitte. Das geht nicht. Das große Latrinum aufsagen. Okay, sowas findest du lustig? Ich weiß nicht, das ist... Das ist eher deutsch, also es ist jetzt nicht so, diese sind jetzt nicht für mich österreichische Synonyme für Scheißen gehen. Eine Lokusblume pflanzen. Okay. Soll ich vorlesen? Ja, vielleicht. Na, geht schon. Ja. Eine Lotusblume pflanzen. Ja, genau. Nein, ich kann das nicht vorlesen. Einen Kobold ins Klo boxen. Lies vor. Wer kommt auf so einen Scheiß? Einen Kobold ins Klo boxen. Einen Bob in die Bahn setzen. Der Klassiker, ein Ei legen, den kennt man. Ja. Geschäfte erledigen. Mhm. Ein Fax aus Darmstadt empfangen. Eine Wurst pellen, abseilen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ja. Obwohl, da finde ich abseilen noch am besten. Ja. Lustig, dass sich das so aus der Fassung bringt. Keine Ahnung. Ich bin ein einfacher Mensch. Ah ja, mir ist noch was eingefallen. Shit für Drogen. Ah, stimmt, ja. Shit. Guter Shit. Ja, stimmt. Ja, das kam, das Ende nie. Vielleicht können wir mal irgendwann Scheiße Part 2 machen. Eine Sache habe ich aber noch, um das Niveau ein bisschen zu heben, nachdem ich da ein bisschen entgleist bin. Und zwar, kennst du sicher Friedensreich 100-Wasser? Ja, bin heute vorbeigegangen beim 100-Wasser-Haus in Wien. Ja, wirklich? Ich bin gestern nämlich vorbeigegangen und da hat mich meine Freundin darauf hingewiesen, auf die heilige Scheiße von 100-Wasser. Heilige Scheiße, ja. Sagt dir was? Nein, der Ausruf sagt mir was. Okay. Stimmt, gehört noch in die Liste. Auf jeden Fall, 100-Wasser war nicht nur Künstler, Maler und Architekt, sondern er war auch ein sehr, sehr engagierter Umweltaktivist. Mhm. Und zwar forderte er eine Lebensweise im Einklang mit der Natur. Also er hat solche Dinge wie Kernenergie komplett abgelehnt und er hat sich auch engagiert für den Schutz der Meere und der Urwälder und so weiter. Klingelt was? Irgendwas mit Scheiße kompostieren oder Anti-Klopapier oder so irgendwas? Ja, ja, genau. Und er hat mehrere Manifeste geschrieben in seinem Leben und 1979 schrieb er das berühmte Scheißkultur, die heilige Scheiße-Manifest. Mhm. Und da hat er mit sehr, sehr drastischen Wörtern irgendwie beschrieben, wie schlimm wassergespülte Toiletten sind, also WCs. Und dass der Mensch durch die WCs den Kreislauf der Natur stört. Dadurch, dass er sozusagen der Kot ins Wasser kommt und das sozusagen dann ins Abwasser kommt und geklärt wird und hin und her. Und worum es ihm geht, ist, dass er gemeint hat, dass die Hinterlassenschaften des Menschen, der Kot, dass der eigentlich zu Humus umgewandelt werden sollte. Das heißt, dass wir es nicht einfach ins Wasser runterspülen sollten, sondern so wie es ist, verwenden sollten. Ja, absolut. Es gibt ja auch Komposttoiletten. Also zum Beispiel der Thüringer, glaube ich, hat da mal erzählt von sowas. Das kannst du kompostieren und nach ein paar Wochen einfach am Kompost hauen oder in die Erde mischen. Oder ich glaube, die Nomaden heizen mit getrockneter Kamelscheiße. Also das ist ja vollkommen irre, was wir da aufwenden, nur weil wir das ins Wasser hauen. Das ist halt Luxusfaulheit sozusagen. Genau. Und also er hat halt beschrieben, dass es halt eben kein Abfall ist, sondern ein sehr, sehr, sehr kostbarer Rohstoff.
und dass es halt zu unglaublichen Umweltproblemen kommt durch die Verwendung von künstlichen Düngemitteln und in der Landwirtschaft und in Gärten und so weiter. Mhm. Und die wassergespülte Toilette hat natürlich am Anfang große hygienische Probleme gelöst, ganz besonders halt in den Badezimmern der Menschen, ja. Aber verursacht gleichzeitig auch wieder große Probleme, weil die Bakterien im Kot nicht zu 100% abgebaut werden können in den Kläranlagen. Die Kläranlagen werden immer teurer und immer aufwendiger, kriegen es aber nicht zu 100% hin. Das heißt, es ist immer noch irgendwie mit Bakterien und so weiter und Krankheitserregern behaftet. Also bleibt auch im Kreislauf dann, ne, der ganze Scheiß. Genau. Und lustig, dass du diese Komposttoilette ansprichst, weil nämlich mit dem Manifest hat er auch eine Bauanleitung für seine Kompost- bzw. Humustoilette mitgeliefert. Mhm. Und das ist eine sogenannte Trockentoilette und die braucht eben kein Wasser oder irgendeinen Anschluss und sie kann überall aufgestellt werden. Okay. Warum haben wir dann so ein Ding nicht jeder schon? Weil wir zu faul sind wahrscheinlich, oder? Ja, ich weiß nicht. Das ist halt, so wie ich habe jetzt mich ein bisschen reingelesen, aber so wie es funktioniert, ist es halt, du hast dieses Ding, du machst drauf, dann brauchst du halt irgendeinen organischen Stoff, den du drüber legst. Also entweder Humus schon oder Stroh oder sowas, damit halt mit seiner Fliegen Erde anzieht, oder Erde. Gesteinsmehl oder so. Irgend sowas Organisches auf jeden Fall, dass halt keine Fliegen angezogen werden und dass auch der Geruch irgendwie überdeckt wird. Und mit der Zeit kommt dann daraus wieder Humus, den du verwenden kannst für Pflanzen oder für sonst irgendwas. Ja, ich ist wahrscheinlich am Land oder so in den nicht ganz so urbanen oder dicht besiedelten Gebieten einfacher zu bewerkstelligen als, keine Ahnung, im Gemeindebau achtstöckig, ja, wenn da jeder so ein Ding hat. Aber es wäre machbar. Vielleicht ist auch irgendwie, gibt es eine Klo-Lobby oder so. Wahrscheinlich. Wäre halt schon blöd, ne, wenn keiner mehr irgendwie Klo-Muschel kauft. Wir werden uns damit beschäftigen. Aber nein, weiß ich, die drei größten Lobbys sind ja Waffen, Zigaretten und Klo. Klo, ja. Na, das ist ein Problem. Keiner mehr Muschel kauft. Vielleicht sollten wir probieren, in die Richtung Trockenklo zu gehen. Ja, sollte man. Vielleicht da einfach mal im Studio anfangen. Lieber Clemens, wenn du diese Sendung hörst, kauf ein Trockenklo. Bitte, wir wollen keine WCs mehr bei dir haben, ja, sondern direkt, einfach direkt scheißen. Genau, außerdem haben wir eher einen Garten mit Humus, Erde. Du bitte, lieber Clemens, hör mir jetzt ganz genau zu, okay? Homo, Humus, Humanitas. Drei Schicksalswörter gleichen Ursprungs. Humus ist das wahre schwarze Gold. Humus hat einen guten Geruch. Humusduft ist heiliger und Gott näher als der Geruch von Weihrauch. Wer nach dem Regen im Wald spazieren geht, kennt diesen Geruch. Natürlich ist es etwas Ungeheuerliches, wenn der Abfallkübel in den Mittelpunkt unserer Wohnung kommt und die Humustoilette auf dem schönsten Platz zum Ehrensitz wird. Das ist jedoch genau die Kehrtwendung, die unsere Gesellschaft, unsere Zivilisation jetzt nehmen muss, wenn sie überleben will. Der Humusgeruch ist der Geruch Gottes, der Geruch der Wiederauferstehung, der Geruch der Unsterblichkeit. Das ist ein Teil aus dem Manifest. Also schön, ich finde es super. Ich finde die Quintessenz davon finde ich gut, aber das klingt schon ein bisschen... Ja, mein Gott, das ist halt so. Aber es stimmt einfach. Es ist einfach deppert. Das ist alles, und was man noch alles ins Klo reinhaut und da kommt noch das ganze Papier dazu und so weiter. Ja, es ist, könnte man mal ein eigenes Thema machen, vielleicht zum Trockenklo scheißen oder so. Oder eins bauen. Ja, das ist nichts. Es gibt ja alles, YouTube-Tutorials. Wir bauen in den nächsten, in den nächsten Jahrzehnten bauen wir uns ein Trockenklo irgendwann. Gut. Passt, super. Und wir werden auf jeden Fall das Manifest und die Anleitung für das 100-wassersche Trockenklo in die Shownotes reintun, in die Beschreibung. Genau. Ja, machen wir das. War es das zum Thema Scheiße? Ja. Okay, super, ja. War mal was Eigenes. Ja, dann kommen wir langsam, aber doch vielleicht ins letzte Viertel dieser Sendung, lösen wir das Gewinnspiel auf. Vorab bitte, lieber Philipp Hellmich, du hast letzte Woche gewonnen, hast dich aber noch nicht gemeldet. Also wenn du dich nicht bald meldest, dann wandert alles zurück in den Pott und der Nächste darf sich was nehmen, aber du machst das schon. Ja, wer hat das neue Rätsel gewonnen? Lieber Duschko, du hast das urlustig, nämlich letztes Mal hast du schon die Lösung in deiner Fragestellung drin gehabt. Ich glaube, du hast gesagt, man kann einen Gewinn erlangen. Und die Frage war, wo wohnt unser Witzefloh, in welcher deutschen Stadt? Und Flo wohnt in Erlangen, Nähe Nürnberg. Und das haben mehrere Menschen gewusst und wir haben jetzt einen gezogen und der heißt folgendermaßen... Kai oder Kay. Kay, ja, Kay heißt er. Der Kay hat sich auch bei uns bedankt für die tolle Story über den Auspuff-Trick. Hat er irrsinnig gefeiert. Und ja, lieber Kay, du hast gewonnen. Und ich glaube, du weißt, wie es funktioniert, wenn du die Sendung hörst. Du sagst uns einfach, was du gewonnen hast und meldest dich. Vielen Dank fürs Mitspielen. Duschko, neue Gewinnfrage. Haben wir wieder was Wien-lastiges, glaube ich? Ja, wieder was Wien-lastiges. Und zwar,
In Wien musst du erst sterben, damit sie dich hochleben lassen. Aber dann lebst lang. Von wem ist das? Genau. A. Falco. B. Helmut Qualtinger. C. Steffi Werger. Ja, also Falco, Qualtinger oder die Werger. Genau. In Wien musst du erst sterben, damit sie dich hochleben lassen, aber dann lebst lang. Das ist eine gefährliche Frage. Ich bin ehrlich gefährlich, gesagt gefährlich. Eingefahren. Es ist nicht. Ja, egal. Ja, so viel zum Gewinnspiel für nächste Woche. Ja. Einfach teilnehmen und gewinnen. Wahnsinnspreise. Wie gesagt, Clemens freut sich, wenn es weniger werden. Wir haben auch einen Shoutout diese Woche. Duschko, du hast ihn jetzt eigentlich eh schon gemacht. Das war nämlich der Podcast namens Very Bad Words. Und da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon 33 Episoden. Und die erste war halt eben über Scheiße, aber es gibt halt über alle möglichen Wörter und überhaupt auch, wie das zum Beispiel ist, wenn Comedians in den USA Schimpfwörter verwenden. Dürfen die das? In welcher Form können sie verwenden? Wann geht, was geht nicht? Sicher ein bisschen strenger als bei uns. Ja, schon, weil du hörst dann halt solche Sachen wie, ja, ich höre eure Sendung normalerweise, also im Radio zum Beispiel, aber letztes Mal ging das nicht, weil ich fahre mit meiner Familie am Sonntag in die Kirche gefahren und da hat jemand Fuck gesagt und das ist unmöglich. Also sowas wird es bei uns, glaube ich, nicht wirklich geben. Aber ja gut, sie packen es auch nicht, wenn man einmal eine Brust zieht in einem, wo war das, Super Bowl oder so. Ja, wie auch immer, zieht euch den Podcast rein, Very Bad Words, und zwar erinnert mich das an einen anderen guten Podcast, an den wir immer wieder liebe Grüße ausrichten, nämlich Stoned Luck Fantasy Football Podcast. Wenn ihr Football begeistert seid oder Fantasy Football spielt, dann zieht euch die zwei Jungs rein. Liebe Grüße, Stony und Lucky, und ein dickes Bussi. Ja, an dieser Stelle, lieber Duschko, rufen wir normalerweise den Florian an. Der ist aber, glaube ich, in den Vereinigten Staaten oder sonst wo und bildet dort Leute fort. Er war aber brav und hat seine Hausaufgaben, das hat er schon einmal gemacht, das hat er jetzt wieder erledigt. Er hat uns per WhatsApp zwei Witze geschickt und der erste geht so. Was wirft man, wenn eine Prostituierte heiratet? Kennst du ihn? Nein, sag's nicht. Sag's nein, sag's nicht. Ich sag's nicht. Antwort. Puffreis. Ich liebe seinen Lacher einfach. Ja, schön, dass du den Lacher angehängt hast. Noch ein Aufruf an Clemens: Kannst du irgendwann mal so einen Endlos-Loop machen, nur von Flo lachen? Feier ich extrem. Dann hat uns noch was geschickt, und zwar den zweiten Witz. Der geht folgendermaßen: Volker geht bald in Pension. Wer macht dann seinen Job? Kennst du? Nee. Der ist echt gut. Achtung. Sein Nachfolger. Super, Flo, der Nachfolger. Ja, Flo, vielen Dank. Bilde die Leute gut fort, und ich hoffe, wir hören uns dann das nächste Mal wieder persönlich. Es ist urarg, wenn ich so spreche beim Mikrofon vorbei, dann ist das ein irrsinniger Unterschied, als wenn ich so angenehm ins Zentrum hineinspreche. Und genau das möchte Clemens, dass ich die ganze Sendung lang mache. Ich habe es wieder vergessen. Clemens, tut mir leid, dafür habe ich, glaube ich, heute weniger geschmatzt als sonst. Und jetzt bringen wir diese Sendung zu einem würdigen Ende. Lieber Duschko, starte bitte einen ganz kleinen Mini-Aufruf an unsere Leute da draußen zum Thema Top 5. Darf mir ja was schicken, glaube ich. Weißt du was, ich mache das statt dir, geht schneller. Tankstellen könnt ihr uns vorschlagen, andere Testideen, Geschäfte, und folgt uns natürlich auf Twitter. Wir haben übrigens jetzt 17 Follower, schon wieder. Wirklich? Bam! Ja, wow, also da geht's richtig ab. Auf Insta, Facebook und so weiter und so fort. Cool ist, genau, wir haben eine Idee bekommen, und zwar von der Iris. Wir sollen ein Eisgeschäft testen. Jetzt habe ich einen Namen vergessen, irgendwas mit Hell, wie war das? Sweet Hell, glaube ich. Sweet Hell am Wiener Gürtel, so ein Eisgeschäft testen, das werden wir machen. Sie hat uns gebeten, da einen Shoutout zu machen, das geht natürlich nicht ohne Testergebnisse. Nein. Wir werden mal vorbeischauen und schauen, wie viel Waffeln die von uns kriegen. Starnitzeln, 0 bis 10 Starnitzeln werden wir verteilen, oder wir lassen es einfach, weil wir keinen Bock haben. Bis dahin sagen wir auf jeden Fall, schön, dass ihr wieder dabei wart. Duschko, ganz cool, dass du am Start warst, und für den Stefan, der steht ja auf unsere Fortsetzungsgeschichte, gibt es heute natürlich im Anhang einen weiteren Teil. Ich sage danke, Duschko, dickes Bussi, ich freue mich aufs nächste Mal, und ja, macht's mit, macht's Party mit Peter. Alles Liebe, euer Peter. Wochenende!
Duschko hat das Studio verlassen. Und ich darf jetzt alle begrüßen, die dran geblieben sind. Ich hoffe, das sind alle, weil jetzt geht's weiter mit unserer Fortsetzungsgeschichte, diesmal von einer gewissen Lisa. Für alle nochmal kurzes Resümee. Es ging bis jetzt um Sarah und den Inspektor Reiko, von dem haben wir bis jetzt nichts mehr gehört. Bei der Sarah hat sich letztes Mal einiges getan. Da ist, glaube ich, was war das, ein Monster oder eine Stimme erschienen und hat ihr offenbart, dass sie die Auserwählte ist, um mit ihm ein neues Reich zu gründen. Ja, an das kann ich mich noch erinnern. Sie soll Königin werden und ihm gehorsam sein. Und das Ganze hat dann geendet mit einem erstickten Schrei. Ja, und die Sinne sind ihr geschwunden. Das war von Arthur Frieg. Jetzt geht's weiter mit der Fortsetzung von Lisa. Als Sarah aufwacht, liegt sie wieder ganz ruhig in ihrem Bett. Sie kann wieder Arme und Beine bewegen. Nur langsam erinnert sie sich an die verstörenden Geschehnisse und ist froh darüber, weder die Hitze noch die Schmerzen in ihrem Körper zu spüren. Ihre Wangen sind noch ganz feucht von den vielen Tränen, die sie aus Angst vergossen hat. Es ist jetzt ganz still, in ihrem Zimmer genauso wie draußen. Der Sturm scheint weitergezogen zu sein und mit ihm auch die Wolken. Der Mond wirft wieder seinen kalten Schein über die Insel und durch das Fenster in ihr Zimmer. Hat sie das alles nur geträumt? Ist das alles gar nicht wirklich geschehen? Unsicher hebt sie sich aus ihrem Bett, steigt vorsichtig über die Scherben auf dem Boden hinweg, geht zum Fenster und blickt in die gespenstisch wirkende Nacht. Es scheint alles still zu sein. Es geht kein Wind mehr und die See spült in ruhigem Rauschen kleine Wellen an den Kiesstrand. Nur ein tiefes Grummeln ist aus der Ferne zu vernehmen. Wahrscheinlich ist das von dem Gewitter, das weitergezogen ist. Aber irgendetwas ist anders. Sarah kann nicht genau sagen, was es ist. Dennoch fühlt sie diese unheimliche Präsenz draußen vor ihrem Haus. Sie sucht mit ihren Augen den Strand ab. Damit sie einen breiteren Blickwinkel einsehen kann, geht sie mit ihrem Gesicht ganz nah an die Scheibe. Sie schaut erst nach links, dann nach rechts, kann aber nichts Außergewöhnliches erkennen. Erleichtert stößt Sarah ihren Atem aus und schließt die Augen. Mit gesenktem Kopf berührt sie mit ihrer Stirn die Scheibe des alten Fensters und atmet tief durch. Als plötzlich etwas dumpf gegen die Scheibe knallt, wie ein Vogel, der das Fenster nicht erkannt hat und mit voller Wucht dagegen geflogen ist.